Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Ja, grüße meine Freunde, heute. Schönes Wetter draußen, ich habe gesagt, dann tun wir ein bisschen Pflastern. Pflasterstein haben wir genug. Gestern habe ich da schon angefangen. Mein Kreuz ist schon dementsprechend lidiert, aber naja, gut. Ich trinke noch mal einen Tee aus. Ja? Ja, grüß dich, Werner. Na, heute Pflastern. Ja, da wollte ich eh fragen, wie ich am Hänger. Ja, Imkern. Was willst du machen? Wachs schmelzen? Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Ja, halbe Stunde. Ja, ist recht. Ja, tschüss. Also nichts pflastern, imken, das heißt der Film dauert wieder ein bisschen länger wie gedacht, weil heute haben wir den 3.5. Naja, dann machen wir halt heute Wachs. Das heißt, ich muss den Hänger holen, aufladen und dann tun wir halt heute Wachs schmelzen. Naja, ist ja nicht ganz so schwer, dann kann man die Pflastersteine ein bisschen liegen lassen. Ich mache mal da anders mal. Also bis später dann. Da oben haben wir jetzt eine Ameisensäure drin, dass die Wachsmotten nicht zuschlagen. Die Seite da gehört geschmolzen. Das sind noch ein paar Futterwaben, wie ihr seht. Ja, ich räume jetzt mal ein und dann geht es zum Schmelzen. Das hin und her laufen, das ist ein wenig ein Krampf, aber ja, später zeige ich dann beim Abfahren dann noch mal, wie viele Kästen das sind, weil keine Ahnung, aber ich denke mal 1, 2, 4, ja, so 6 Stück werden schon, 6, 7 Stück. So, Bienen fliegen heute einmal recht schön, muss man sagen, nachdem jetzt die Kälteperiode rum ist. Mal schauen, wie es heuer mit dem Honig ist. Aber bis der Film rauskommt, ne, ja, wisst ihr ja, das ist schon längst, wie es gewesen ist. So, hier haben wir knapp 7 Kästen. So, meine Freunde, dieses Jahr natürlich nicht mehr so viel Aufzeichnung, da müsst ihr halt bei den letzten Jahren reinschauen. Dadurch, dass wir jetzt insgesamt bloß 8 Kästen haben, der Aufwand enorm. Ja, der wird vorgeheizt. Wenn er heiß ist, dann kommt da unten eben der Dampf raus. Wie gesagt, die anderen Videos anschauen. Da schmeißen wir dann die Waben rein zum Auskochen. Dieses Mal nicht so sauber aufgelegt alles, weil wir außen einfach am Hänger das Zeug abklopfen. Gute Idee gewesen. Dementsprechend am Boden auch weniger, weil halt da einfach weniger Sauerei entsteht. Dann braucht er dann auch nicht so viel vorbereiten. Und ja, aber immer auflegen, ansonsten braucht er dann noch ein Dach zum Putzen. So, da haben wir jetzt den Hänger reingestellt. Da wird dann die Waben abklopft, dann bleibt dann der Schmutz in, ja, geordnete Bahnen, sagt man, ne? Ja, also wir fangen dann mal an. Bis später. So, wir sind jetzt schon wieder am Feiern, am Aufräumen. Und zwar, da ist jetzt der Sud. Da machen wir natürlich dann noch eine andere Einstellung vom Herbst. Da ist jetzt der erste Pressvorgang. Ihr seht schon, das ist alles bloß einmalig. Das heißt, einmal den Kessel aufkochen, einmal durchpressen und dann schon wieder Feierabend. Ja, da lassen wir das erste Mal das Zeug reinlaufen. Beim Ausschütten, da werde ich jetzt nicht dabei sein, weil da bin ich wahrscheinlich auch nicht dabei. Dann werde ich euch dann mal kontaktieren, wenn ich weiß, wie viel Kilo das sind. Aber zum Ende des Films werdet ihr das ja eh rausfinden. So, wir räumen jetzt alles wieder auf.
Vorne ist alles zurück, alles am Hänger drapieren. Und dann, so schauen die Waben eben danach aus. Erstens sind steril, abgekocht, sauber. Ja, das ist natürlich ein vorbildlicher, ne? Ja, da sind die Nasen alle weg, weil die sind nicht geklammert. Ich koche mein ganzes Zeug weg. Das ist halt, ne, macht man wegen so Pfusch am Bau. Das andere ist halt korrekt. Aber naja, ihr kennt mich ja, da tun wir halt alles ein bisschen so, ne? Hauptsache der normale Standard wird erreicht. Also bis denn. Ach ja, was ich euch natürlich auch nicht vorenthalten will, der Sack ist jetzt da durchbrochen unten. Oder geplatzt. Materialermüdung, Verschleiß, egal. Und dann habt ihr jetzt eben da unten den Sud drin. Tja, den kratze ich jetzt raus. Da haben wir schon Reservesäge da. Jetzt läuft natürlich die Kamera an, ist klar. Und dann geht es dann weiter. So, beim neuen Sack schaut es dann dementsprechend auch schöner aus. Ihr seht da quasi schon das frische Wachs. Einmal das Ganze zusammenknüllen, in der Mitte drehen, dass das drin bleibt. Und dann ganz einfach wie immer draufsetzen, dann verschrauben und dann zupressen. So, wichtig ist natürlich an der Stelle, dass ihr da den Bolzen drin habt, da oben die Laschen zu, dass das Ganze dicht ist und dass euch das nicht über die Ohren fliegt, wenn da irgendwas verstopft ist. Also Sicherheit müsst ihr da schon beachten. Ich sag's ja immer wieder, investiert in so eine Wachspresse, wenn er euch eine zulegt, ein bisschen mehr. Das Versuchsmodell, was ich einmal gehabt habe, das ist mir regelrecht um die Ohren geflogen. Zum Glück hatte ich ja Wasser fast da, 200 Liter, wo ich da meinen Kopf direkt reinstrecken habe können. Ansonsten hätte ich da böse Verbrennungen abgekriegt. So, aber wie gesagt, mit der Spindelpresse habt ihr da keine Probleme. Da könnt ihr zärtlich oben zudrehen. Und ihr seht ja unten, wie schön dass das Ganze dann rausläuft. Das ist jetzt der letzte Pressdurchgang. Wir werden jetzt dann erst wieder im Herbst anfangen. Also Herbst, ich sage mal August, nach dem Einfüttern geht bei uns eigentlich die Schmelzsaison los. Das sind jetzt die Waben, was vom Winter her übrig geblieben sind, die was wir austauscht haben. Ja, das Ganze lassen wir dann natürlich wieder abkühlen. Wie immer noch keinen passenden Deckel dafür hergestellt. Da kommt halt dann was drauf, aber ich könnte euch das ja nochmal zeigen. Und dann lasst man es langsam runterkühlen, dass sich die Schmutzpartikel unten absetzen. Den Kessel habe ich schon ausgeleert. Der wird draußen ausgespült, einsetzen und dann passt das wieder fürs nächste Mal.